Topspiel im Stadion an der Karl-Waldstraße. Am 23. Spieltag gastierte Tabellenführer TSV Bruntal beim dritten, dem ersten FC Penzberg. Beide Teams noch mit Startschwierigkeiten in der neuen Saison, heute soll mal wieder ein Dreier her. Die Gäste mit Personalproblemen angereist, ihr Topstürmer Fabian Pohr 26 Buden in 20 Spielen angeschlagen auf der Bank. Auf der anderen Seite will Topscorer Johannes Huber für Furore sorgen. Mit 9 Treffern und 12 Vorlagen Garant für den Erfolg in dieser Saison. Bei purem Fritz-Walter-Wetter geht es rein in das Spiel. Bruntal beginnt von rechts nach links in den grünen Trikots. Nach einem kurzen Abtasten haben die Hausherren die erste Chance mit einem Standard. Perfekt aufgelegt für Laschki! Doch der Abseitspfiff ertönt. Bruntal mit viel Ballbesitz, aber wenig Ideen nach vorn und Penzberg setzt immer wieder kleine Nadelstiche. Schalten schnell um, so wie hier. Siegert wird hier auf die Reise geschickt. Doch Geisbauer im Tor der Gäste kann sich das erste Mal auszeichnen. Was kommt offensiv vom TSV? Mal über einen Freistoß, aber das ist sinnbildlich für die Angriffsbemühungen des Spitzenreiters. Die nächste Szene, wieder ein ruhender Ball, denn aus dem Spiel heraus geht recht wenig. Nicht gut geklärt und aus der zweiten Reihe probiert es Fischer mal mit dem Spann. Auf der anderen Seite die Gastgeber mit einer Ecke und die findet den Kopf von Wiedenhofer. Der Abwehrchef mit der großen Möglichkeit, seine Jungs in Führung zu bringen. Penzberg jetzt am Drücker. Wieder eine Ecke von Huber und die landet am Ende bei Pannholzer. Doch der findet seinen Meister in Geisbauer, welcher hier klasse reagiert. Nochmal die Gäste kurz vor der Pause aus dem Spiel heraus. Gut kombiniert und da ist es wieder Fischer. Nach dem Seitenwechsel ändert sich das Wetter, das Spiel aber nur bedingt. Der TSV mit Vorwärtsdrang und mit Klaas. Aber kein Problem für Salcher im Tor der Penzberger. Bruntal findet jetzt ein bisschen mehr in die Spur. Das ist wieder der eingewechselte Klaas, dieser Schuss jedoch mehr ein Schüsschen. Beide Mannschaften jetzt mit mehr Schnelligkeit und Kreativität im Spielaufbau. Angetrieben von Laschki geht es auf das Tor des Tabellenführers zu. Gut weitergegeben und am Ende wartet Krämer. Doch der Ball streift nur den Querbalken. Nochmal die Hausherren mit einer Aktion. Vereb kommt an den Ball, kann ihn aber nicht im Tor unterbringen. Das ist dann auch die letzte Szene in diesem Duell auf Augenhöhe. Penzberg trennt sich am Ende mit 0:0 von Spitzenreiter Bruntal. Ein verdientes Unentschieden, denn beide Teams mit guten Möglichkeiten, aber nicht der letzten Entschlossenheit. Somit der TSV weiterhin an der Spitze der Bezirksliga Süd. Penzberg verbleibt auf dem dritten Platz, aber noch mit guten Chancen auf den Aufstieg. Bei uns am Mikrofon war nochmal der Trainer des ersten FC, Martin Wagner. Am nächsten Spieltag muss Penzberg an den Starnberger See zum MTV Berg. Die Bruntaler empfangen Abstiegskandidat Unterpfaffenhofen. Für beide Teams machbare Aufgaben.